Audio-Post. Geklickt. Gehört. Sicherheit im Netz wird immer wichtiger und immer häufiger fällt der Begriff VPN. Die Abkürzung VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Beim VPN wird eine sichere Verbindung zwischen meinem Computer und der Gegenstelle aufgebaut. Niemand kann somit auf die übertragenen Daten zugreifen. Erklärt uns IT-Experte Andreas Wiesler. Er berät als Inhaber der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit und weiß natürlich auch, welche Vorteile VPN hat. Durch die verschlüsselte Verbindung kann ich Daten sicher übertragen, zum Beispiel vom Homeoffice ins Büro. Aber auch wenn ich in einem Hotel bin, kann ich so sicher kommunizieren. Gerade in Hotels ist es oft so, dass das Wireless ungesichert ist. Weiter ist es möglich, Ländersperren zu umgehen und so auf Seiten zuzugreifen, die vielleicht nur für ein bestimmtes Land vorgesehen sind. Das kann zum Beispiel praktisch sein, wenn der Lieblingsstreamingdienst den neuesten Serienhit noch nicht für das eigene Land freigeschaltet hat. Grundsätzlich für Laptops, Computer, Tablets, aber auch für Notebooks sicher nützlich. Aber was ist mit unserem Smartphone? Ja klar, Smartphones bieten oft ohne Zusatzprogramme diese Möglichkeit. Diverse, oft kostenpflichtige Apps erleichtern mir dabei die Konfiguration. VPN macht also auch To-Go total Sinn. Und wie steht es mit dem Arbeitsplatz zu Hause? Auf jeden Fall. Gerade im Homeoffice ist es wichtig, Daten sicher mit dem Unternehmen austauschen zu können. Die IT kann das entsprechend auf meinem Gerät auch einrichten und konfigurieren. Überall sieht man aktuell Werbeanzeigen für VPN-Anbieter. Zum Glück weiß unser Experte Andreas Wiesler wieder, wie wir die besten ausfindig machen. Anbieter gibt es im Internet sehr viele. Achten Sie mal auf gute Bewertungen, auf die angebotene Geschwindigkeit und vor allem achten Sie darauf, welche Daten der Anbieter über mich speichert. Je weniger, desto besser.